Kleines News-Special zu Weihnachten mit meiner Nikolaus-Gitarre. Ich habe hier was Neues erfunden. Hier sind die letzten drei eine Teleschaltung. Dann hier Volume Höhen. Was jetzt neu ist, ein Mittenregler. Der erste Mittenregler für Gitarre, der immer die Mitten regelt und sowohl er kann wegnehmen wie dazufügen. Und jetzt sind wir gerüstet. Dann habe ich in meinen eBay-Anzeigen mehrere Doppelpacks mit Effekten. Fangen wir hier mal mit den Brown-Sound-Sachen an. Ein Foot. Jetzt nehmen wir mal das Gain zurück. Jetzt kann man aber immer noch stark boosten, den Amp. Amp, ja, zwei Kanäle. Einer ist so knackig, rotziger, tweetmäßig. Der andere cleaner, britischer. Oder Tweet und Blackface, hatte ich das ja im letzten Film genannt. Jetzt hören wir uns den Futz mal an. Der passt also zu verschiedenen Amps auf jeden Fall. Hier im Blackface-Channel. Jetzt im Tweet-Channel. So, was ganz toll ist bei 60s Musik, Futz und Tremolo. Mit den Kippschaltern und dem Intensregler sowohl alleine als Tremolo benutzen, alleine als Futz oder eben als beides, wie wir es gerade gehört haben. Und das hier ist eine Kopie von dem Clone Centaur. Das ist ein Overdrive, der ein knackiges E macht. Also nicht so ein fettes, sahniges, britisches Ö
oder so, so voll, sondern eher so, so spritzig. So, dann habe ich mir hier was ausgedacht, weil er ja doch schon ganz schön rotzen kann. Einen anderen Gelmut. Das klingt halt cleaner. Nein, den hier. Nach dem Futz geschaltet, weil man kann ihn gut noch nach dem Futz anmachen, ohne dass alles explodiert, und er wirkt ein bisschen auf den Futz wie ein Sepia-Filter. Das wirkt irgendwie älter, rauer, so angegilbter, der Sound. Hören wir mal rein. Was? Batterie alle? Okay, wie kommt's?